Ja, Glückwunsch an den SV Schelsen. Wir haben jetzt heute mal nicht den Trainer hier, wir haben mal den Vorsitzenden hier, das ist ja auch mal was. Ja, ich sag mal, das war eine Gruppe, wo ja viele Mannschaften sich da, eigentlich alle außer dem Reiterspielverein, sich eine Chance auf Platz 2 ausgerechnet haben. Der SV Schelsen hat das Rennen gemacht, das ist eine tolle Sache, ne? Genau, also wir sind sehr zufrieden. Also wir haben ohne große Vorbereitung im Prinzip ja einfach mal sind ganz locker an die Sache rangegangen und ja, nach dem ersten Unentschieden, okay, da war man nicht mehr so ganz so euphorisch vielleicht, aber danach war doch der Einsatz da, die Einstellung stimmte hervorragend, sehr guten Torwart gehabt, der Stammtorhüter war etwas angeschlagen, von da haben wir den René Krien eingesetzt, also sehr zufrieden. Ja, wir sind zufrieden nach langem. Ich müsste nochmal ins Archiv schauen, wann wir zuletzt in der Zwischenrunde waren, aber ich sag mal, so die letzten 10 Jahre sicherlich nicht mehr. Würde ich von daher auch mal sagen, ja. Also aus dem Bauch raus, der SV Schelsen ist glücklich. War das mit dem René Krien natürlich zum Schluss ein bisschen an die tragische Geschichte des Tages, dass der dann mit einer roten Karte runter musste, also nachdem der wirklich super gehalten hat. Ne? Genau, also ich sag mal, also gefühlt ohne die blau-weiße Brille würde ich sagen, ja, bester Torhüter des Turniers, aber ja, die letzte Situation war sicherlich etwas unglücklich, war jetzt nicht böswillig, unglücklich weit raus, hat den Spieler gepackt, müssen wir gar nicht diskutieren, rote Karte ist gerechtfertigt. Ja, das ist sicherlich nicht optimal, wir müssen sehen, wie wir jetzt in der Zwischenrunde an die Sache rangehen, aber dem René also ganz klares Lob, ohne seine Glanzparaden, gerade auch in der Partie gegen Velate Roll, wäre das Spiel sicherlich ja, vielleicht anders ausgegangen. Na klar. Und ich sag mal, als Billiges hat man jetzt in der Zwischenrunde im Prinzip ja die komfortable Situation, jetzt einfach das Ganze genießen zu können, mal zu gucken, was passiert, oder? Ja, genau. Also wir gehen locker an die Sache ran. Ich habe schon mal Karten reserviert, weil ich habe mir sagen lassen, die Karten sind knapp und von daher ist der Schelsen, der SV Schelsen da im Moment ganz gut aufgestellt, dass also genug Leute in, ich weiß nicht, Block 10 oder Block 18 die Karten dann ja, zu finden sind. Ja, perfekt. Dann sehen wir uns da wieder und das Ganze dann im neuen Jahr. Gerne. Alles klar.